Für unseren nächsten Part haben wir noch ein paar Interviewpartner eingeladen und deshalb würde ich jetzt bitten, Raphael Bese, Julia Köhn, Jonas Krämer und Äußer von Wulfen auf die Bühne. Und wir machen, das geht auch gar nicht so lang, deshalb wäre es auch noch total toll, vielleicht haltet ihr es noch ein paar Minütchen aus und dann haben wir nämlich auch noch ein kleines Schlusswort. Herr Faltin ist auch noch mal im Saal und danach geht es in die Impulsgruppen. So, wir legen auch gleich mal los, würde ich sagen. Mit der Julia, magst du mal nach vorne kommen? Julia, du bist vom schwieriges langes Wort, steht nämlich noch anders im Programm, und zwar vom Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, also nicht Kreativbund, sondern ist ein bisschen länger. Genau, und ihr habt euch zur Aufgabe gemacht, die Kreativbranche zu vernetzen mit anderen Branchen. Ihr seid die Schnittstelle zur Politik, Wirtschaft und Wirtschaft und wollt eben die Potenziale der Kreativwirtschaft aufzeigen. Magst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, hier sitzen ja eigentlich fast nur Gründer viele Gründer im Publikum. Was bietet ihr denn konkret den Gründern oder wie können sie von euch profitieren, von eurem Tun? Also wir haben so eine Mehrfachfunktion eigentlich, du hast es schon gesagt, es geht um Potenzialvermittlung, um Sichtbarkeit für das, was die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft leisten, einmal im ökonomischen Bereich, aber auch in einem gesellschaftlichen Bereich. Und da machen wir auf der einen Seite fast 100 Veranstaltungen im Jahr, wo jeder hinkommen kann, wo man sich anmelden kann über unsere Webseite. Es geht immer um branchenübergreifende Zusammenarbeit. Es geht darum zu zeigen, wie man auch mit einer anderen Art von Unternehmertum erfolgreich sein kann. Hier geht es um David versus Goliath. Wir haben eine Branche, die hat fast 97% Klein- und Kleinstunternehmen. Das heißt, auch mit einer kleinen Struktur erfolgreich zu sein, da bieten wir Vernetzungsformate an. Du hast es auch gesagt, wir sprechen viel mit Politik, mit anderen Wirtschaftsbranchen, um da die Sichtbarkeit dafür zu vergrößern, was diese Branche eben, obwohl sie ein bisschen anders funktioniert, leistet für Wirtschaft und Gesellschaft und die Stimme der Branche da ein bisschen lauter werden zu lassen. Das sind so die ganz, ganz kurz ein bisschen die übergreifenden Ziele, die wir verfolgen mit unterschiedlichsten Maßnahmen. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Zeitproblem, darum guckt auf unsere Webseite, sprecht mich an, können wir gerne näher drüber sprechen, aber also wir machen eine ganze Reihe unterschiedlicher Sachen auf verschiedenen Ebenen, können wir gerne in Ruhe noch drüber sprechen. Genau, du bist noch ein Weilchen da. Man kann das nochmal zusammenfassen. Ihr macht sowas wie Konferenzen, ihr macht Kreativworkshops, Praxisworkshops, wo man mit KMUs zusammenkommen kann. Matching-Formate, Phase 11 ist auch ein ganz tolles Projekt. Vielen herzlichen Dank. Toll, dass ihr das macht. Das ist super wichtig. Schön, dass du da bist. Du stehst noch für Gespräche zur Verfügung, richtig? Danke, dass wir hier sein dürfen. So, wir machen direkt einen fliegenden, einen Applaus nochmal bitte. Wir machen direkt einen fliegenden Wechsel. Jonas, komm bitte mal nach vorne. Du kommst eigentlich aus Bonn, richtig? Oder hast zumindest in Bonn am Ludwig-Erhard-Berufskolleg Verwaltung studiert, hast dann aber 2013 eine ganz andere Idee, eine ganz revolutionäre Idee gehabt, nämlich? Ja, im Grunde das Fahrrad neu zu erfinden und zu einer Plattform der urbanen Mobilität zu werden. Und das ganze Ding heißt? Der Loadster. Sidcar auch, oder? Auch sehr. Also wir sind die Firma Sidcar und bauen und produzieren den Loadster. Im Grunde ein vierrädiges Lastenbike. Und das Wort Car steckt ja drin, aber es ist rein juristisch ein Fahrrad. Und das ist wichtig. Warum? Naja, aufgrund der Kostensicht, aufgrund der Fülle, die in der Stadt ist, heißt Straßen werden immer voller. Und mit dem Loadster gibt es halt die Möglichkeit, aufgrund dessen, dass es rechtlich ein Fahrrad ist, auf dem Radweg fahren zu dürfen, durch Innenstädte durchfahren zu dürfen, Fußgängerzonen, aber halt auch durch Parks und somit schneller von A nach B zu kommen. Für wen ist das gut? Vorwiegend sind wir ausgelegt auf Lieferservice, Food-Lieferservice, normale Paketdienste, Same-Hour, Same-Day-Delivery, aber auch für Handwerker, Pflegedienste. Wo baut ihr das Ganze? Gebaut wird das Ganze in den Behindertenwerken in Neukölln. Und warum macht ihr das? Warum machst du das? Es hat mehrere Gründe. Der eine ist, meine Schwester ist schwerst mehrfach behindert. Dadurch hatte ich schon im Grunde von der Kindheit an den Zugang zu behinderten Menschen, habe gesehen, wie agieren behinderte Menschen. Die sind nicht nur, weil sie behindert sind, irgendwie, ich sag mal, minderwertig, sondern auch die können was ganz Tolles und Starkes leisten. Und das war so der Hauptimpulsgeber, eigentlich zu sagen, diesen Menschen möchte ich mit der Idee, die ich habe, mit dem Produkt, was ich habe, die Chance geben, zu sagen, wenn sie auf der Straße sind, guck mal, da habe ich dran mitgemacht.
Ganz tolle Geschichte. Eine Frage noch, es ist ja auch ein Familienunternehmen, dein Vater ist mit an Bord, kümmert sich um die Finanzen. Wie ist das? Ja, aufgrund dessen, dass er in Bonn wohnt und ich in Berlin, auch nochmal aufgrund der Entfernung, ich würde nicht sagen anstrengender, aber es ist definitiv machbar, es macht mega viel Spaß. Und dadurch, dass ich jetzt auch immer wieder weiter in die Finanzen reinkomme, ergänzen wir uns sehr, sehr gut und können sowas wirklich sehr Solides aufbauen und sind inzwischen doch deutlich gewachsen und inzwischen 13 Mitarbeiter. Ja, ganz tolle Geschichte. Du bist in Berlin, bist auch in der Masterclass zugegen und vielleicht entdecken wir ja bald den Zitka Roadster auf der Straße. Würde mich total freuen. Viel Erfolg und einen Applaus für Jonas, bitte. Ja, super, Eustach, wir dürfen weitermachen. Auch das Stichwort, man hat eine Idee gehabt, in der Masterclass weiterentwickelt, in einem Bereich, von dem ich bis vor einem Dreivierteljahr noch nie gehört habe. Jetzt hat einer meiner Studenten sich damit beschäftigt, der hat nämlich festgestellt, dass Mietautos, wenn sie denn, wie heißt es, ausgelistet werden, irgendwie Benzin im Tank haben. Und das ist irgendwie ein Problem, ein kostentechnisches Problem. Ihr habt ein ähnliches Problem angegangen. Erzähl mal, wie ihr auf diesen Markt gekommen seid, und der ist irgendwie irre spannend. Naja, also das kann ich schnell erzählen. Ich habe über 20 Jahre lang für einen großen Autovermieter gearbeitet und habe also hautnah erfahren, was es für Ineffizienzen gibt und was es vor allem für ungenutzte Potenziale gibt. Und das ist der Gegenstand unseres Unternehmens, das wir gelauncht haben im Anfang des Jahres. Denn in diesem speziellen Fall geht es tatsächlich um Mietwagen, die hin und her verschoben werden müssen von den Autovermietern. Das müssen die teuer bezahlen über Fahrer oder über LKWs. Und wir suchen Endkunden, die die gleiche Strecke fahren wollen und vermitteln diese an die Autovermietung. Super, das ist wirklich eigentlich auch das Nutzen von Komponenten, in dem Fall jemand, der einfach reist. Ihr habt das in der Masterclass weiterentwickelt und was sind so die nächsten Schritte, die ihr jetzt angeht? Also wir sind gerade dabei, einen CTO an Bord zu nehmen, weil wir ja letztendlich als Online-Plattform auch diese Kompetenz brauchen im Gründerteam. Und wir haben gerade eine Vertriebspartnerschaft geschlossen mit einem großen Portal, das unter anderem eben Mitfahrgelegenheiten vermittelt oder Busfahrten oder Bahnfahrten. Und wir können eben durch diese sehr günstige Einwegmiete, die wir anbieten, wir bieten diese Mieten ab einem Euro an, können wir durchaus mit diesen Transportformen mithalten preislich. Also das heißt, vielleicht könnten wir das zum nächsten Summit machen, wenn die Leute nach Berlin kommen wollen, dann könnten sie vielleicht über, wie heißt eure Plattform? Ja, also in dem Fall könnt ihr euch da auch die Plattform anschauen. Wir heißen Movacar, M-O-V-A-C-A-R. Das ist zumindest der Arbeitstitel. Gut möglich, dass wir demnächst nochmal was daran ändern. Aber momentan kann man sie im Internet unter Movacar anschauen. Und dann könnte ich vielleicht von München oder von Hamburg für einen Euro mit dem Mietwagen nach Berlin fahren. So ist es. Super. Vielen, vielen Dank und ihr habt die nächste Antwortmöglichkeit. Danke sehr. Genau. Und dann haben wir noch den Raphael Bese ganz zum Schluss. Und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung gleich. Raphael, ihr habt euch oder du hast dir vorgenommen, diesen Entrepreneurship Spirit vom Summit und das, was du erlebt hast in den letzten Jahren hier, nach München mitzunehmen und dort groß zu machen und zu verbreiten. Und das machst du eben mit dem Labor X. Was ist das Labor X? Vielleicht erkläre ich dazu ganz kurz, was das Labor ist. In einem Labor für Entrepreneurship nimmt man diesen Werkzeugkasten aus dem Buch Kopf, Stick, Kapital und macht aus Anfangsideen im Idealfall marktreife Konzepte, also geht die Schritte, soweit man halt eben in einem Labor gehen kann. Labor X heißt, das Ganze organisiere ich unabhängig in München, natürlich in Kooperation mit der Stiftung. Und das Ganze findet jetzt statt. Das nächste Labor ist am 30. Oktober in München. Super, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, aber das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie auch ihr vielleicht diesen Entrepreneurship-Gedanken mit in eure Stadt mitnehmen könnt, wie ihr Teil dieser ganzen Bewegung sein könnt und vielleicht macht ihr auch ein eigenes Labor X in eurer Stadt. Aber auf jeden Fall tragt diesen Gedanken mit, nehmt ihn mit, diesen Spirit. Und das sind im Grunde dann auch die abschließenden Worte von unserer Seite. Wir drei Moderatoren und auch alle anderen verabschieden sich offiziell hier auf der Bühne schon mal. Es geht natürlich gleich noch weiter, das ist noch nicht zu Ende. Aber wir sagen schon mal herzlichen Dank. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Ganz genau. Genau, und
Vielleicht bitte noch einen Applaus. Ist, hinter diesem Summit stecken immer ganz viele Leute, die ganz viel machen, die ganz absolut viel um Technik kümmern, um den Einlass und so weiter. Und ihr jetzt bitte stellvertretend für die Teilnehmer, stellvertretend für alle, die da mitgewirkt haben, einen Applaus. Genau, und wir machen das wie lange. Vielen Dank an euch beide, dass wir das jetzt hier zusammen machen konnten. Wer irgendwie an seiner Hochschule oder selbst an Hochschulen das macht, wir wollen ja den Gedanken-Summit ganzjährig machen. Und ich würde mich freuen, wenn ich da auch ein Ansprechpartner für sein kann, wer irgendwie versucht, mit seinen Studenten hierher zu kommen, wie es die Leute aus Innsbruck machen, wie es die Leute aus Braunschweig machen. Bitte auch mich ansprechen. Ich freue mich, dass wir das ganze Jahr über dann machen können. So, ich glaube, jetzt gehen wir weiter an den Kollegen. Genau. Und das letzte Wort hat natürlich... Zwei Sachen sind wichtig. Erstens, dass Sie weitermachen. Das ist nicht nur... Zwei Sachen sind wichtig. Erstens, dass Sie weitermachen. Dass Sie jetzt nicht diese zwei Tage wie so ein Strohfeuer vergehen. Dass Sie an Ihrem Konzept bleiben. Das braucht Zeit und das braucht Durchhaltevermögen und ja. Und das Zweite wichtig, dass Sie nächstes Jahr wiederkommen. Ich sehe das wie so eine Art Familientreffen. Und zwei Gäste haben wir schon eingeladen, diese zwei. Das ist ein weltberühmtes Künstlerehepaar. Die haben mir versprochen, dass sie hier zum Interview kommen. Der Rechte hat als Mann angefangen und ist jetzt Frau. Und beide sind ein Liebespaar, aber weltberühmte Künstler von New York bis Berlin. Also fantastisch. Die haben wir schon mal gewonnen als kleiner Ausblick auf den nächsten Summit. Und eine Bitte von uns allen, kaufen Sie Ihr Ticket heute schon. Das ist immer so ein Ding mit diesem Ticketverkauf. Das nimmt uns viel zu viel Zeit weg. Besser würden wir noch in der Vorbereitung und so weiter die Zeit verwenden. Also vorne gibt es für die Early Birds Ticketverkauf und versprechen Sie mir, nächstes Jahr wiederzukommen. Vielen Dank. Ciao, ciao.